Pascha Mika kommt viel herum und immer wieder gern nach Wien. Als eine der prominentesten Stimmen der deutschen Frauenbewegung ist die Journalistin und Autorin viel gefragt. Heute bei Christian Ankowitsch in Lesart. Ihren Lebensmittelpunkt hat die gebürtige Polin in Berlin, wo sie 11 Jahre lang Chefredakteurin der Taz war und damit lange Zeit der einzige weibliche Kopf einer deutschen Tageszeitung. Einkaufen und Kochen sind für sie mit modernem Feminismus gut verträgliche Leidenschaften. In Österreich wird er wie ein Popstar gefeiert, schreibt die Zeit über Thomas Klawenitsch. Sein Erfolg hat die Landesgrenzen längst überschritten. Seine Romane werden in rund 20 Sprachen übersetzt und regelmäßig zu Bestsellern. Vor seinem Durchbruch als Autor war der gebürtige Grazer und Wahlwiener Schachmeister, Werbetexter, Taxifahrer und Fußballspieler. Das Kaffeehaus ist ihm ein erweitertes Wohnzimmer. Mit einer kritischen Biografie über Kollegin und Galionsfigur des Feminismus Alice Schwarzer hat Pascha Mika Ende der 90er Jahre die Gemüter erhitzt. In einer späteren Streitschrift rechnet sie mit der Feigheit der Frauen ab. Ein weiteres Mal besteigt die kämpferische Journalistin nun einen Chefsessel. Ab April ist sie leitende Redakteurin der Frankfurter Rundschau. Alter ist für Pascha Mika kein Problem, sondern Programm. In ihrem neuen Buch Mutprobe schreibt sie, Männer dürfen älter werden, Frauen werden alt gemacht. Wer meine Bücher nicht mag, der mag mich nicht, schreibt Thomas Klawenitsch in seinem neuesten Buch und legt darin die Spielregeln seiner Schriftstellerexistenz fest und gleichzeitig Selbstzweifel und Neurosen frei. An Thomas Klawenitsch scheiden sich die Kritikergeister, der Publikumserfolg ist ihm stets sicher. Seine Literaturbetriebssatire Das bin doch ich schaffte es 2007 auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises und wird derzeit als Solo-Performance im Wiener Rabenhoftheater gespielt. Mit seinem jüngsten Roman Das größere Wunder begibt sich Klawenitsch auf Sinnsuche auf den Mount Everest. Zwei Autoren, die unterschiedlicher nicht sein können, sprechen über Schreibblockaden, Geschlechterrollen, das Älterwerden und die Liebe. Hallo. Thomas Klawenitsch. Bitte sehr. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch jetzt sind. Komplett. Herzlich willkommen zur ersten Leser des Jahres, meine Damen und Herren. Heute begrüßen wir Sie aus dem Wiener Café Anzengruber im 4. Bezirk. Nicht nur der Ort unserer Sendung ist neu, auch die Häufigkeit und die Dauer, mit der Sie uns zu Gesicht bekommen werden. Lesart gibt's von nun an 8-mal im Jahr für je eine halbe Stunde. Wie gewohnt im Rahmen des Kulturmontags. Unsere Gäste sind Pascha Mika und Thomas Klawenitsch. Frau Mika, Herr Klawenitsch, herzlich willkommen. Schön, danke, dass Sie da sind. Frau Mika, ich wollte mit einer Frage anfangen, die unhöflich klingt und ich fürchte, sie ist auch unhöflich. Keine Angst. Wie alt sind Sie? 60. Sie sind seit Januar 60. Und ich sage Ihnen, man überlebt es und es ist toll. Ich frage deswegen, weil Sie in der Mitte Ihres Buchs, Ihres neuen Mutprobe, schreiben, dass Frauen in den mittleren Jahren ihre Angst vor der Ächtung dadurch bekämpfen könnten, indem sie öffentlich bekennen, wie alt sie sind. Was soll das bringen? Ich dachte, als ich meine Recherchen begonnen habe, dass das eine ganz altmodische Sache ist, dass Frauen ihr Alter verschweigen. Ja. Ich dachte, das war früher mal so, aber heute, die hypermodernen Frauen, die sagen doch, na klar, mein Alter gehört zu mir. Und dann habe ich aber Untersuchungen gelesen, die genau das Gegenteil sagten und habe mich auch mit vielen Frauen unterhalten und die erzählten, nein, das kann mir schaden, ich fürchte Nachteile, ich halte mich dann lieber zurück oder ich mache mich sogar bewusst jünger. Und ich verstehe das aus strategischen Gründen. Also wenn ich die Sorge habe, ich sage mein Alter und habe dadurch Nachteile, zum Beispiel im Job oder auch in einer Beziehung, wenn ich mich gerade in einen Mann verliebe und denke, naja, wenn der weiß, dass ich 5 Jahre älter bin, als ich eigentlich sage, dann so. Das ist für Frauen wirklich ein Problem. Dass Frauen das dann verschweigen. Also ich verstehe das aus diesen strategischen Gründen. Ich halte es aber deswegen für ein Problem, weil wir damit ja einen Teil unseres Lebens, unserer Biografie verschweigen. Und weil wir uns damit diesen Mechanismen unterwerfen, die sagen, Frauen dürfen nicht älter werden. Wir sprechen gleich anschließend weiter. Zwischenfrage an Thomas Klawenitsch, wie alt sind Sie? Moment, zu schnell gefragt. Nee, ich werde jetzt 42. Mit 40 irgendein Problem, die berühmten Geschichten? Oder ja. Und zwar welcher Art? Ja, ich finde es äußerst unangenehm. Also diese neue Zahl, diese Ziffer davor, dann, mit der das Alter dann beginnt, das ist jedes Mal ein bisschen schwierig gewesen bei mir. Mit 20 fand ich das toll, weil da war ich ja erwachsen. Mit 30 dachte ich mir, naja,
Das ist jetzt ein bisschen kitzelig. Mhm. Und mit 40 dachte ich mir, na toll, jetzt gehe ich schon auf die 50 zu. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Okay. Seien Sie gespannt, mit 50 wird es noch lustiger, sage ich aus eigener Erfahrung. Herr Glavinitsch, warum ist es so schrecklich langweilig, über Literatur zu reden? Das ist es so nicht. Das ist nur, wenn man als Schriftsteller oft gefragt, also vor allem seine eigenen Romane erklären soll. Das ist ja, also das geht sowieso nicht. Ich kann das nicht. Ich finde es auch langweilig. Warum sollte ich denn etwas erklären? Wenn ich das so erklären könnte, dann hätte ich ja keinen Roman schreiben brauchen. Mhm. Und wenn man dann passiert es dann doch, dass man relativ häufig dieselben Fragen kriegt. Und ich weiß auf diese Fragen ja sowieso keine Antwort. Was ist die größte Angst- bzw. Langweilerfrage, die es gibt? Ach, da gibt es viele. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ja, na, wo fallen Ihnen Ihre Geschichten ein? Okay, gut. Wo fallen Ihnen die Geschichten ein, Herr Glavinitsch? Also, nein, wir wollen es heute nicht wissen. Nicht mal das stimmt. Meine Schreibmaschine und ich heißt das neue Buch. Der Titel, unoriginellerweise, die Frage lässt eine enge Beziehung zur Schreibmaschine vermuten. Reden Sie mit der Dame? Ist es eine Dame, ist es ein Herr? Das finde ich affig, so wie die Leute, die ihren Autos Namen geben. Das ist auch ein bisschen übertrieben, finde ich, und dann vielleicht auch nur mit dem Auto reden. Mhm. Ich rede nicht mit meiner Schreibmaschine, aber ich habe 1990 etwa zu schreiben begonnen, und ich schreibe seit noch immer auf dieser alten Olivetti, auf diesem uralten Gerät. Haben Sie irgendeine emotionale Beziehung zu dem Apparat? Ja, natürlich. Also ich habe große Angst davor, dass da eines Tages keine Farbbänder mehr hergestellt werden. Was ich dann mache, weiß ich wirklich nicht. Da müsste ich mit der Hand schreiben, weil am Computer bin ich zu schlampig. Sie haben gesagt, Sie wollen während des Schreibens. Wie schreiben Sie, Frau Mika? Ich schreibe auf einem kleinen Laptop, und deswegen würde mich das natürlich auch wahnsinnig interessieren. Denn als ich vor vielen Jahren umgestiegen bin, dachte ich auch, Computer ist überhaupt nichts für mich. Aber dann, das ist so halt so toll, weil man ja ständig korrigieren kann, ohne das... Ja, das ist genau das Problem. Wie hauen Sie das so raus? Nein, das Problem ist, dass man zu leicht korrigieren kann und sich deswegen nicht mehr genug Zeit nimmt. Oder es besteht zumindest die Gefahr, dass man ein bisschen zu schlampig geht und zu schnell schreibt, weil man kann ja so leicht etwas ausbessern am Computer. Das stimmt. Deswegen kommt bei mir erst die dritte Fassung in den Computer. Die ersten beiden werden an dieser Olivetti getippt, die ja nun auch noch, ich habe ja nicht Schreibmaschine schreiben gelernt. Das heißt, das ist auch eine unglaublich mühselige Prozedur, und ich werde mir eines Tages die Finger brechen an diesem alten Gerät. Ich arbeite aber länger, ich denke einfach länger über jeden einzelnen Satz. Sollten Sie von der Anschaffung einer elektrischen Schreibmaschine? Hatte ich, das ist nicht so sexy. Nicht so sexy, okay. Wenn Ihre Farbbänder ausgehen, dann kommen Sie mich in Berlin besuchen. Ich habe nämlich auch noch so eine alte Schreibmaschine da stehen, auch wenn sie nicht mehr benutzt ist. Das heißt aber nicht, dass die passen. Also die Schreibmaschine kriege ich dann. Die dürfen Sie zumindest leihweise benutzen für ein Buch, sagen wir mal, wenn Sie dann eine Widmung für mich reinschreiben. Das fände ich toll. Völlig neue Dimensionen von Literaturgesprächen. Vor kurzem hat im Wiener Rabenhof Theater ein Theaterstück nach Ihrem Roman, Das bin ja ich, Premiere gehabt. Sie haben gesagt, das Theater wurde Ihnen durch Schülertheater ein bisschen verstellt. Was müsste denn Theater, und auch heute ist Theater nicht so Ihr erste Interessenlage, was müsste passieren, damit Theater mit Wucht in Ihr Leben tritt? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich das Gefühl haben möchte, dass es etwas mit meinem Leben zu tun hat, was ich sehe. Es ist ja das Gleiche bei Romanen. Wenn ich Anna Karenina lese, habe ich trotzdem auch immer das Gefühl, dass er das mit meinem Leben zu tun hat, auch wenn es 150 Jahre alt ist. Mhm. Und wenn ich ins Theater gehe heute, dann möchte ich auch das Gefühl haben, ich verstehe noch, worum es da geht. Mhm. Und ich verstehe, wovon die da sprechen, und eine gewisse Verbindung zu meinem Leben herstellen zu können, wäre auch nicht ungünstig. Mhm. Sie haben gesagt, am Anfang eines Romans steht eine Idee, und Sie sehen diese Idee. Und dann weiß, in dem Augenblick, wo Sie die Idee sehen, wüssten Sie schon das meiste darüber. Seit den 49, weil Sie ein bisschen skeptisch schauen, haben Sie das gesagt? Nicht das, sondern das ist ja... Was ist denn das Bild gewesen, das Sie am Anfang Ihres letzten hochgelobten Romans, Das größere Wunder... Ja, es ist insofern ein bisschen schwieriger, weil das war ein Buch, das ich 2005... schon in, ich hatte ein wesentliches Motiv 2005 in meinem Roman Die Arbeit der Nacht, habe das dann aus der Arbeit der Nacht sozusagen rausgenommen und wusste, das ist ein eigener Roman. Dann kamen noch viele andere Bilder. Bei manchen Romanen, die ich geschrieben habe, gab es tatsächlich einen initialen Moment. Das ist bei dem waren es einfach mehrere. Deswegen ist das so dann nicht. Aber sehen Sie denn filmisch so quasi den Roman, den Weg vor sich, oder sind das Versatzstücke? Nein, es geht eher um sozusagen das Wesen dieses
eines Romans. Ist das ein Bild, ein konkretes Bild? Ja, manchmal, nicht immer. Also ist auch was zum Beispiel? Beispiel? Beim Kameramörder war es eine Art Pokal, ich weiß, wie bescheuert sich das anhört und ein bisschen sehr esoterisch, aber ich kann es auch nicht anders erklären. Aber das ist nicht so, dass das das nicht das Siegespokal, sondern eher so eine Vase oder so. Aber das spielt ja gar keine Rolle für mich, sondern ich habe einfach eine Verbindung, wenn, damit das klappen soll, damit ich damit ich merke, dass es da eine wesentliche Verbindung zwischen mir und dieser Geschichte gibt, muss ich es auf vielerlei Art spüren. Was man dem Buch Meine Schreibmaschine und ich oder dem Büchlein entnehmen kann oder ihren Vorlesungen, ist, der zentrale Treiber weiterzumachen, ist der Zweifel, dass sie es ja eigentlich gar nicht können. Das ist jetzt nicht der Antrieb, aber sagen wir mal, es ist das, womit ich mich herumschlagen muss. Ja. Sind Sie diesem, worauf ich hinaus wollte, ist das Ihr Freund oder Ihre Freundin dieser Zweifel oder hassen Sie den? Oder haben Sie irgendwann einmal eine Übereinstimmung damit gefunden, ohne dieses ewige Zweifeln an mir? Ja, es ist auch etwas, was ich gar nicht mehr hinterfrage oder darüber denke ich nicht nach, das ist halt so. Es ist, Selbstzweifel werden eher stärker, also mit 20 hatte ich sehr wenige Selbstzweifel, zu Unrecht. Und ich habe jetzt sehr viele Selbstzweifel und vermutlich auch nicht zu Unrecht. Ja, das Schlimme ist halt, je mehr man weiß, desto mehr sieht man, was man alles nicht weiß. Und was man vielleicht alles auch nicht kann oder noch können, lernen möchte oder sich selbst erarbeiten möchte. Und meine Selbstzweifel sind halt an manchen Tagen gravierend. Oder in manchen Wochen gravierend und dann ist es dunkel rund um mich. Aber beziehen sich denn Ihre Selbstzweifel auf das Schreiben selbst oder eher auf den Inhalt? Also nach dem Motto, ich weiß so viel nicht, was kann ich dann überhaupt? Das ist schon das Schreiben selbst. Ich meine, ich habe auch enorme Selbstzweifel, was meine Person anbelangt. Das ist was anderes, wir wollen ja über Literatur reden. ich hab Selbstzweifel, glaube ich auch gesunde Selbstzweifel, dahingehend, dass ich mich jedes Mal bei jedem Text frage, immer wieder frage, über Wochen und Monate hinweg frage, taugt das was? Denn woran misst man sich? Ich will mich da ja bitte nicht an Leuten messen, die von denen ich selbst nicht so wahnsinnig viel halte, sondern an wen denkt man denn? Wenn man Schriftsteller wird, denkt man bitte an die Größten und an denen möchte man sich messen. Und wenn man dann so mit Abstand, von ein paar Jahren einen Roman ansieht, denkt man sich, da ist was nicht perfekt, da ist was nicht perfekt. Und dann beginnen dann, sagen, es ist schon mal ein sehr unangenehmes Gefühl und ich denke mir dann, na gut, wenn ich immer wieder mal Fehler finde und etwas, das ich nicht so sauber gebaut, als so sauber gebaut empfinde, dann liegt der Verdacht nahe, dass das, was ich jetzt gerade schreibe, auch nicht so gut, so genial sein könnte, wie ich es mir erhoffe. Ist Ihnen das vertraut, Frau Mika, diese Form sehr, des Selbstzweifeln? Wann sehr. Kommt der bei Ihnen? Und was bewirkt also ich er? War Als ich in die Zeitung kam, vorher habe ich so als Freie gearbeitet, auch im Studium und dann noch nebenbei. Und dann war ich in der Zeitung und war erst nur Redakteurin. Das heißt nur, ich war Redakteurin, das heißt Nachrichtenredakteurin. Ich kam überhaupt nicht mehr zum Schreiben. Und habe das 3-4 Jahre gemacht, wurde dann Reporterin. Und es hat wirklich mehrere Jahre gedauert, bis ich selbst das Gefühl hatte, okay, ich kann es jetzt mit dem Schreiben. Und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben, anschließend nach diesen 6 Jahren. Und dann habe ich gedacht, jetzt brauche ich keine Angst mehr zu haben, dass ich es verlerne. Und deswegen konnte ich dann mit gutem Gewissen in die Chefredaktion gehen, wo ich ja wusste, da komme ich überhaupt nicht mehr zum Schreiben. Etwas tröstlicher als bei Herrn Glavinit. Ja, aber ich sage Ihnen, jeden Morgen, wenn ich aufstehe und in mein Schreibkloster gehe, ich schreibe meine Bücher sozusagen, mein Arbeitszimmer ist dann mein Schreibkloster, jeden Morgen Schreibhemmungen. Und das ist nicht lustig. Nein. Letzte Frage, Thomas Glavinit. Sie haben gesagt, Sie wüssten wenig über sich und über Ihr Schreiben und Sie überlegen sich, extrapoliere ich jetzt aus dem Buch. Eins wüssten Sie aber ganz genau, das Grundgefühl, nicht dazuzugehören. Nirgendwo dazuzugehören ist etwas, was ich heute ja eher positiv sehe. Das grämt mich nicht. Okay. Damit habe ich keine allzu großen Probleme. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Glavinit.